Ja, herzlich willkommen zu Ostfront 3.0. Ganz frisch aus dem Hause DMP, Design-Mod-Projekt. Die aktuellste Fassung, niegelnagelneu, frisch zu Weihnachten, Heiligabend 2012. Ja, mit der Heeresgruppe Süd jetzt mit drinne. Wie gesagt, ganz frisch. Ich berichte hier. Live, Heiligabend. Ist heute Morgen um, weiß nicht, 6 Uhr, 4 Uhr morgens oder so erschienen, das Ding. Und ich mache jetzt gleich erstmal eine kleine Vorstellung dazu. Was ist neu, was ist anders? Ja, wenn man hier auf den ersten Blick guckt, dann sieht man, es hat sich gar nicht viel verändert. Ja, es sind keine weiteren Personen hinzugefügt worden. Ja. Auch die Heeresgruppe Süd ist jetzt hier historisch nicht erwähnt. Also es gibt nicht so eine Chroniken, so eine kleinen Chroniken wie bei Heeresgruppe Mitte und bei Heeresgruppe Nord. Ja, warum ist das so? Keine Ahnung, ganz ehrlich gesagt. Vielleicht passt hier nicht mehr rein in dieses Kompendium. Kann möglich sein, dass das hier, ne, ja, das Maximum erreicht hat mit der Fülle. Ja, vielleicht haben sie keine Zeit dazu gehabt, vielleicht wird es nochmal nachgereicht, also keine Ahnung, warum das so ist. Die Kampagne, die ist drinne, ja, die Heeresgruppe Süd. Unschwer zu erkennen hier. Ähnlich viele Szenarien wie in den anderen beiden Teilen auch. Mit Rostow und Kertsch, Sewastopol. Stalingrad ist hier jetzt mit natürlich mit von der Partie und die Charkow-Schlachten. Am Ende kann man dann bis nach Baku vorstoßen, da kann man dann den großen Sieg holen im Kaukasus, ja, im Elbrus. Also eine ganz niegelnagelneue Kampagne, ja, linear, nicht dynamisch. Ja. Und fast überall verliert man, wenn man hier startet. Ja, also bis auf bei Wintergewitter. Also, soll wohl besonders schwer sein, die Schlacht, deswegen kann man da wohl auch mit einer Niederlage weiterkommen. Aber ansonsten ist eigentlich bei einer Niederlage immer empty, ja, hier unschwer zu erkennen. Aber ansonsten hat sich hier nicht viel verändert. Also es ist alles beim Gleichen geblieben. Ja, die Tutorials sind nach wie vor vorhanden. Ja. Und ja, viel mehr gibt es dann zum Kompendium eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich gehe mal auf neues Spiel. Heeresgruppe Süd. Ja, der Angriff der Heeresgruppe Süd auf Stalingrad von 41 bis 43. Und ich nehme in weiser Voraussicht, Leutnant, hatte ich angesprochen, extrem schwer, die DMP-Mods, sie sind schon knackig. Und ja, da wähle ich dann doch schon mal den Leutnant. Ja. Also hier haben wir jetzt wieder so einen Sprecher. Ne? Hört man jetzt nicht so gut. Ich lasse den Ingame-Sound mal ein bisschen leise. Also ich will das jetzt hier nicht übertönen. Es ist wieder ein Sprecher da, der das alles vorträgt, die ganzen Briefings. Fantastisch. Ja, hört sich wieder hervorragend an. Haben sich wieder ultra viel Mühe gegeben. Ja, die Lagekarten sind wieder mit dabei. Ja, noch bekannt aus dem alten Panzergeneral mit den Pfeilen hier und so. Ja, wieder sehr schön gemacht. Auch die Uniform haben wir wieder mit am Start, wie schon in Heeresgruppe Mitte und Heeresgruppe Nord. Ja, und wir starten jetzt einfach mal. Haben wir hier wieder so ein schönes historisches Bild. Ja. 25 Runden, 22. Juni 1941. Wetter ist klar. Erobern Sie alle primären Ziele und Rivne. Oder für einen normalen Sieg erobern Sie alle primären Ziele. Okay. Hört sich ja erstmal ganz einfach an. So, was haben wir? Also, ich sag mal so, die Karte ist auf den ersten Blick, die erste Karte, wesentlich kleiner als bei Heeresgruppe Mitte,
was ich schon mal begrüße. Ja. Hatte ich bei Heroes Gruppe mit angesprochen. Ne? Zu große Karten können auch ja, so ein bisschen den Spielspaß verringern, weil man halt irgendwann vielleicht auch die Übersicht verliert. Und ne, das ist hier bei der ersten Karte schon mal sehr übersichtlich. Ne? Man hat nicht viele Einheiten. Ne? Man befehligt nicht wie bei Heroes Gruppe Mitte die gesamte Heeresgruppe, sondern man hat hier einen kleinen Teil der Einheiten. Ne? Und ja, hat eine übersichtliche Karte. Ja, die Ziele sind hier, ne, die gelben Punkte, ja, unschwer zu erkennen. Ja, hier auf der Karte golden umrandet. Golden? Grün? Achso, das ist das Zusatzziel, rief, ne, das hat eine grüne Umrandung. Ja. Die anderen haben diese goldenen leuchten golden. Ja. Was haben wir hier noch? Die Grafik hat sich im Großen und Ganzen nicht verändert. Ja, sie ist immer noch genauso wie bei den anderen Teilen. Ja, wie gesagt, das ist nur Geschmackssache. Manche finden das schön, finden das richtig cool. Ne, die meisten, glaube ich. Ne. Ich persönlich sage, okay, ne, muss man sich dran gewöhnen. Ne, aber sieht auf jeden Fall klasse aus, gar keine Frage. Dafür, dass es alles selbst gemacht ist von den Moddern. Ne, also haben sie sich da richtig Mühe gegeben und haben sich da richtig ins Zeug gelegt. Hier gibt es sowas ähnliches wie auch neue Sachen, das sollen wohl so riesige Kornfelder sein, oder ja, würde ich jetzt mal so interpretieren. hier noch so, hier so eine Sonnenblumenfelder, ne? Auch nicht schlecht. Ja, so ein paar kleine, nette, neue Schmankerls eingebaut. Ja, was haben wir noch? Die Einheiten, ja, größtenteils grafisch so geblieben. Ja. Ich kann zwei Einheiten kaufen. Kernfelder habe ich noch zwei frei. Ich habe 3112 Prestige. Und ich werde erstmal nichts kaufen, weil ich einfach gar nicht weiß, was mich hier erwartet. Und jetzt einfach das Prestige irgendwie rauszuballern, ja, muss nicht sein. Gibt es irgendwelche Spezialeinheiten? Ja, genau. Es gibt dieses Jagdgeschwader 52, Hermann Graf. Ja, das ist eine Eliteeinheit. Ja, die hat man nur einmalig zur Verfügung und die wird dann, wenn sie tot ist, kommt die nicht wieder. Ähnlich wie bei Heeresgruppe Mitte, das mit dem Infanterieregiment Großdeutschland war. Da war das ja, das ist ja ähnlich. Ja, wenn wir hier, die haben auch schon Helden hier, ne? Hermann Graf, ja, historisch. Korrekt, ne? Es war ein deutscher Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg, der über 200 Abschüsse, mindestens, also ich bin der Meinung, hat weit über 200 Abschüsse gehabt. Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwerter und Brillantenträger gewesen. Also, ja. War auch ein Fußballspieler übrigens. Ne? Der war mit Fritz Walter vom 1. FC Kaiserslautern, war der irgendwie bekannt. Und die haben dann da, während des Krieges haben die da Fußballspiele veranstaltet und da war der Hermann Graf auch ziemlich aktiv mit dabei. Ne? So also mit Fritz Walter zusammen und so, 1. FCK, die Roten Teufel. Ne? Für diejenigen, die es interessiert, irgendwie so war da was. Also ich kann da jetzt nichts Genaues zu sagen, da müsste ich auch erstmal wieder in die Bücher gucken. Auf jeden Fall soll der da fußballerisch da mit Fritz Walter so ein bisschen. Die haben also Mannschaften wohl gebildet und haben sich dann da getroffen und haben dann da ne, interne. Ja, Streitmachtspiele da gemacht unter den einzelnen Einheiten wohl. Ne? Und da war der Hermann Graf auch wohl sehr aktiv mit dabei. Soll wohl auch selber auch ein guter Fußballer gewesen sein. Ja, so wir mal so am Rande eine kleine Anekdote. So, ich spiele einfach mal los hier. Geh mal aufs Blaue. Ja, einfach mal wild ins Blaue rein hier. Brettern wir einfach mal vor hier mit den rumänischen Truppen. Das sind hier die Rumänen. Ne? Sind auch mit am Start. Die waren ja bei der Heeresgruppe Süd da unten. Waren ja die Rumänen überwiegend mit dabei. Ja. Wo ich das jetzt gemacht habe, weiß ich auch nicht. Ja.
Ah, wir haben einen T26. Das war natürlich ein richtig guter Treffer und der T26, der hat eigentlich die Fähigkeit, sich gegen Luftangriffe zu verteidigen. Er hat es diesmal, er konnte es nicht machen oder hat es nicht gemacht. Vielleicht war es zu überraschend. Ja, wir können ja mal in die Nachbetrachtung gucken, ob da irgendwas drin steht. Eigentlich nicht. Ja. Angriff aus geringer Höhe und so weiter. Luft gegen Boden. Das hat sich schon mal gelohnt, ne? Und da können wir auch gleich mal mit dem Panzer 3H dagegen gehen. Ne? Das war nicht so gut. Ne? Der Panzer 3H hat sich da jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ne? Ja. Das Jagdgeschwader, das schicken wir mal als Jagdschutz für den Stuka. Den Rumänen, den können wir mal hier mal die Aufklärung machen lassen. Also auch zufällig gleich ein Geschütz gefunden. Halten wir einfach mal drauf. Ne? Natürlich nicht viel gebracht. Ne? Da haben wir hier so einen fetten Mörser von der Sowjetunion. Ne? Die Einheiten übrigens wieder historisch benannt, ne? Hab ich mal geguckt, Flakregiment 6 und so weiter. Alles ziemlich historisch genau, so wie das war in dem Abschnitt hier. Also so historisch genau wie möglich, denke ich mal, werden sie es gemacht haben. Ne? Ich erwähnte das ja, das machen sie eigentlich immer. Also da sind sie wirklich gut dabei. Ne? Da wird richtig recherchiert und wird sich richtig, richtig Mühe gegeben. Und es ist richtig, richtig gut, was die da so machen. So, wollen wir hier mal. Ja, Panzer. Das war jetzt natürlich nicht so ganz clever. Ja. Wir bringen mal die Artillerie ran und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Einfach mal aufs Blaue spielen. Mal gucken. Ja, machen wir hier einfach mal einen strategischen Bombenangriff. Ja, die strategischen Bomber lösen nicht nur einen Unterdrückungswert aus, also dass jetzt hier vier Einheiten unterdrückt sind, sie vernichten auch die Munition des Artilleriegeschützes oder von Infanterieeinheiten oder Panzer. Da wird auch der Munitionsvorrat reduziert durch solche Bombardierungen, strategische Angriffe halt. Und deswegen ist es immer gar nicht schlecht, wenn man so auch mal mit strategischen Bombern auf Artillerie draufhaut, ne, und denen ihre Munition reduziert. Ne. Das kann in einigen Situationen doch sehr, sehr hilfreich sein, sehr nützlich. Ne. Ja, das war der erste Zug. Ne. Ich mach mal weiter. Mal schauen, was die Sowjetunion macht. Ja, hauen erstmal auf den Panzer 4. Er kommt mit seinem Jäger jetzt natürlich, ne? Aber hier haben sie auch so ein neues Grafik, neue Grafik eingebaut. Ne? Haben wir hier so MG-Feuer, ne, gesehen. Das war ganz clever von mir gemacht. Nämlich absolute Scheiße war das von mir gemacht. Ne? Also ich, ja, das war voll in die Hose gegangen hier, super. Verdammte Scheiße. Das ist natürlich mal gut, dass es nur eine Ochs-Einheit war. Keine Chortruppe. Aber das war natürlich großer Mist, was ich da gemacht habe. Da habe ich nicht aufgepasst. Und ja. Ja, aber die Rache, die kommt. Auch Unterstützung, Unterdrückungswert. Also ja, der muss jetzt gleich dran glauben dafür. Weiß nicht, wie die Möglichkeit ist, hier das Ding zu umgehen vielleicht. Mal schauen. Ja, hier hat er auch.
Wir sind einfach mal so dreist und drücken hier einfach mal ran. Mal schauen. Vielleicht nicht die intelligenteste Lösung, aber wir gucken mal. Was geht? Ja. Oh, einen vor. Vielleicht rückt er ja raus aus seiner Stellung. Ich denke mal, er wird mit dem Panzer kommen, aber gut. Schauen wir mal. So, hier haben wir immer noch den T-26 stehen. Ne? Der schießt nicht zurück. Was für uns gut ist. Örkeschwad 52, das lassen wir mal hier angreifen. Den Jäger mal so ein bisschen eindämmen. Und hier wollen wir mal versuchen, weiträumig zu umgehen. Noch mal ruhig einen drauf, mal gucken. Was hat der noch für Sprit? 31. Ja, gut, dann schauen wir mal, ob sich hier alles clean hier. Hier scheint nichts großartig zu sein. Ja. Gut, dann lassen wir uns mal abschlachten. Das war jetzt nicht großartig. Hier haben sie sich auch mehr oder weniger zurückgehalten. Pionier ran. Das bringt natürlich jetzt noch gar nichts, klar. Den werden wir auch zwei, drei stellen müssen. Riskant, riskant, aber ja. Wir sind einfach mal so dreist und versuchen das mal. Setzen dann hier nochmal mit den Bombern nach. Auf das Geschütz, das war die Munition auch. Ne, sehen, die haben nur noch einen Schuss, ist jetzt unterdrückt. Der schießt vielleicht auch gar nicht mehr zurück, wenn wir jetzt hier Angriffe fahren. Werden wir hier nochmal einen reinhauen. Um den auch so ein bisschen zu unterdrücken. Ne, hat nicht geklappt. Na gut, einer, das ist jetzt nicht viel. Munition hat jetzt auch keinen großen Schaden genommen. Aber wir haben jetzt natürlich wesentlich bessere Möglichkeiten hier anzugreifen und hier die Stellung jetzt vielleicht schnell zu räumen der Russen. Ne? Also wir greifen mit der Orks-Einheit an, nicht mit der Korps-Truppe. Ne? Sollen die Orks-Einheiten. Wir haben zwar keine Verluste erlitten, aber ja, viel, viel gesprengt haben sie hier auch nicht. Ne? Mal sagen, wir gehen auch mal hier so mit in den Graben rein, benutzen die Stellung mit. Dann greifen wir mit den Grenadieren an und das war natürlich ein guter Treffer, ganz klar. Also die Pioniere, die können jetzt auch schon eventuell. Ja, das sind natürlich gute Angriffe jetzt gewesen. Da haben wir den Bunker gleich erstmal richtig an verpult und das Schützenregiment hier ist auch schon hinüber.
War vielleicht doch gar nicht so schlecht, mit dem Aufklärer hier herumzufahren und das von der Flanke anzugreifen. Aus dem Hinterhalt mehr oder weniger. Gut, ich weiß nicht, was hier im Dunkeln steht. Ne? Also hier geht wieder der Kriegsnebel lang. Hier. Und ich weiß natürlich nicht, was hier im Dunkeln steht. Wir lassen uns überraschen. Ne? Ja. Kriegt erstmal Verstärkung wieder. Volle Sollstärke. Kavallerie flitzen wir hier mal in die Wälder rein. Hier rücken wir einfach mal easy vor. Mal gucken, was passiert. Ein Stuka. Den sollten wir, wenn es geht, hier oben einsetzen. Im Norden. Würde ich fast sagen. Und dazu nehmen wir jetzt den rumänischen Jäger als Jagdschutz. Schicken wir uns mal da im Wald. Ja. Was wollte ich eben gerade sagen? Genau, da gab es irgendwie ein Ziel, was sie gesagt haben, was man erst in der zweiten Welle, Dobrotwor war das, glaube ich. Ja, das soll man erst in der zweiten Welle irgendwie angreifen. Wurde im Briefing gesagt von dem Sprecher. Ja, weiß nicht warum das in der zweiten Welle angegriffen werden soll und in was für einer zweiten Welle. Also letztendlich müssen wir hier sowieso lang. Und ja. Hier müssen wir auch hin. Fluss überqueren und ja, nochmal zweite Welle. Je eher, je besser, würde ich behaupten. Gut, schauen wir mal. Jetzt kommt er mit Bomberverbänden, ne? Beliakov P2. Ja. Gut, die wird da auch nicht viel sehen jetzt. Ne? Also, da werden wir gleich erstmal. Mit unserem Jagdgeschwader, mit unserem Elitegeschwader gleich erstmal rangehen. Hier haben wir auch nochmal einen drauf. Die konnten sich so gut wie gar nicht verstärken, weil natürlich, ne, bedrängt von feindlichen Einheiten, ne, am Rand immer, da gibt es keine Verstärkung mehr, die sind dann so gut wie eingekesselt, also da kommt nichts mehr, großartig, ne? Hier haben wir auch nochmal einen drauf. Dann schauen wir mal. Na, das war der Mörser. Nehmen die Häuser, ja, in der Hoffnung, um auch vielleicht in der nächsten Runde ein bisschen Deckung zu haben. Ja, das war der Bunker, hat sich auch erledigt. Leichter Unterdrückungswert. Ja, waren gute Verluste. So, Artilleriegeschütz, da müssen wir aufpassen, dass das nicht auch noch den Bach runtergeht. Ja, hier machen wir einfach mal Eliteverstärkung. Ist zwar Blödsinn eigentlich, aber ja, gut, wir machen es einfach mal. Gut, die haben noch genug Sprit drinne, die Heinkels, aber das war jetzt, ja, das war auch wieder Blödsinn. Das sieht nicht gut aus. Sieht auch nicht gut aus. Das lassen wir erstmal so. Da gehen wir mit dem Stuka ran. Der hat zurückgeschossen, im Gegensatz zu dem anderen. Ja, der hat auch zwei runtergeholt. Also, die können schon mal auch treffen. Ja. Ja, das sind jetzt Verluste, die natürlich absolut unnötig sind, die ich hier mache.
Ja, mit 8 ist es noch, ne? Also wir setzen ihn mal nach, ne? Kann er sich auch nicht voll wieder auf volle Sollstärke bringen. Naja, gut, der rumänische Jäger, der ist jetzt ein bisschen out of order. Kein Sprit mehr. Den müssen wir mal zum Tanken schicken. Ne? Ungünstig jetzt gerade gewesen in der Situation, aber nicht vermeidbar. Ja, ein bisschen unschlüssig bin ich hier in der ganzen Geschichte hier, warum ich hier in der zweiten Welle angreifen soll. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich hier vorrücken soll. Das ist Goroschow. Aha, ein Panzer. BT7. Die taugen zwar nicht viel, aber schicken wir mal die Jäger damit hin. Rumänische Kavallerie. Die soll mal aufklären. Ja, hier sind wir so ein bisschen eingeschränkt, was die Möglichkeiten angeht. Lassen wir ihn erstmal da stehen. Ja, gut. Ich würde sagen, das war mal eine kleine Vorstellung von Heeresgruppe Süd. Ja, also, man kann schon sehen. Können nochmal hier. Erobern wir mal Torchin hier. Ein Teil davon. Hier steht Artillerie, ein Aufklärer. Ja, gut, das soll es gewesen sein mit der Vorstellung von Heeresgruppe Süd. Ja, also der Eindruck ist, der erste Eindruck ist fantastisch, muss ich sagen. Man macht gleich Bock zu zocken, was ich wahrscheinlich jetzt auch tun werde. ja. Und das soll es erstmal gewesen sein mit einer Vorstellung von Heeresgruppe Süd.